Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück hier bei unseren Römern. Wir sind im Jahr 512 nach Gründung der Stadt oder im Jahr 242 vor Christus. Wir stehen am Beginn eines schwierigen Krieges. Am Ende der letzten Folge habe ich da ein bisschen hin und her philosophiert und überlegt, aber es führt keinen Weg drumherum. Wir müssen um Helvien kämpfen. Das Tor nach Gallien, so habe ich es getauft. Ideal wäre es, wenn wir Helvien selbst angreifen könnten, weil dann würden wir uns zumindest hier Sobronien als Kriegsgegner noch ersparen. Das Problem ist aber, wir haben keinen Kriegsgrund gegen Helvien. Man könnte auch versuchen, Bukontien anzugreifen, da wäre es ebenso der Fall. Da würden wir eben auch nicht diesen Kriegsgegner auch mithaben, aber auch hier haben wir einfach keinen Kriegsgrund. Wir können den natürlich jetzt noch fingieren, aber das dauert mir zu lange, muss ich sagen. Das jetzt noch wieder abzuwarten. Der einzige Kriegsgrund, den wir haben, ist der gegen Saluvien. Tja, und ich glaube, den werden wir jetzt auch nutzen. Und dazu brauchen wir aber, glaube ich, beide. Wobei, wir können sie auch von dort schicken. Ah, das ist ja auch noch ein Fluss dazwischen. Das ist ja widerlich. Insofern war es mit dem Militärzugang auch ziemlich schwachsinnig, was ich hier getan habe. Nee, so können wir diese Söldnerarmee nicht angreifen. Wir müssen sie von hier aus angreifen. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das überhaupt möglich ist, im Gebiet eines Verbündeten zu starten, einen Angriff. Ich glaube, das ist nämlich nicht möglich. Was die Sache nochmal schwieriger macht. Eieieiei, das wird heikel. Das ist jetzt schon absehbar. Wir versuchen mal, es so zu machen. Wir stellen uns mal dorthin. Wobei, wenn wir das komplett besetzen, dann können wir die ja sofort rausnehmen. Und dann sind ihre Söldner ja auch raus. Insofern, vielleicht können wir sie ja provozieren, dass sie da rausziehen. Dass sie nicht stehen bleiben. Pass mal auf, wir machen das mal so. Wir warten noch mal ein bisschen ab. Wir lassen die Armee noch ein bisschen marschieren. Und werden dann den Angriff machen, wie geplant. Ja, die haben jetzt auch Versorgungsprobleme, aber das wird nicht substanziell sein. Krieg erklären. So, die sind jetzt alle gegen uns. Die sind mit uns. Halt, wir müssen aber hier noch... Oh, wartet mal. Die Bündnispartner, aber die können wir, glaube ich, später noch in den Krieg rufen. Ne? Ja, wegen des Diplomaten können die jetzt noch nicht sofort mitmachen. Egal, wir führen jetzt diesen Krieg. Genau, das ist das Ziel. So. Verbündete können gerufen werden, aber eben erst später. Was ich noch vergessen habe, die Erfindung, die müssen wir noch verteilen. Normalerweise würde man jetzt wahrscheinlich sagen, so man investiert sie in Kriegsbereich, aber ich gehe weiter nach meiner Hausregel, weil Forschung für mich nie so direkt funktioniert. Insofern orientiere ich mich an dem besten Wert des jeweiligen Konsuls. Das ist in diesem Falle Finesse. Deswegen gehen wir hier im Bereich zivile Fortschritte weiter. Und ich will tatsächlich hier runtergehen. Wir nehmen Gurmatici, Mark Straßen bauen. Ich weiß nicht, ob es so ausgesprochen wird. Gromatizi, ja. Straßen bauen, Aktionskosten. Alter, wir sind aber im Planungsmodus. Das ist natürlich Unsinn. Reduzieren sich, das ist schon mal ganz gut, weil wir werden noch viele Straßen bauen. Und Nutzung von Staatsland nehmen wir. Das erhöht die Steuern. Das ist auch gut. Und einen Punkt haben wir erstmal noch. Wir nehmen das hier. Erkundung ermutigen. Bringt Importrouten. Die wir dann auch gleich mal einsetzen können. Ich versuche ja immer noch Stein zu importieren. Geht nicht. Felle haben wir noch nicht. Könnte man mal machen. Hanf haben wir schon. Pferde haben wir auch schon. Gut, dann werde ich mal Felle importieren. Aus Pannonia Secunda. Okay. So. Gut, dann gucken wir mal. Was machen die dort jetzt? Erstmal die 2000 können wir hier vielleicht direkt vernichten. Und was machen die? Die ziehen weg. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal hervorragend. Geht mal weg. Wenn ihr weg seid, gehen wir dort rein und versuchen die 4000 zu erledigen. Gott, da kommen auch nochmal 10.000. Ernst? Nee, das sind die Barbaren. Oh yeah. So, die 2000 haben wir schon erledigt. Das ist schon mal sehr gut. Das hilft uns. Geht weg, geht weg. Ja, jetzt marschieren wir hier rein. Und... mit einer Armee werden wir gleich weiterziehen. So, hier kommen wir durch. Prima. Das heißt, ihr marschiert dorthin. Und dann werden wir diese Burg als nächstes belagern.
Genau, du bleibst da stehen. Eine Armee zieht weiter hier rein. Die Legio 1, das ist okay. So, und... Ah, das könnte schon jetzt wieder eng werden. Warte mal, aber ich kalkuliere ja darauf, dass wir gar nicht kämpfen müssen. Wenn die da zurückkehren, bleibt mal auch hier stehen. Oder zieht von mir aus hier rein, beginnt dort die Belagerung. Ist auch okay. Vielleicht können wir sie komplett aus dem Krieg jetzt schon direkt rausnehmen. Ist ja nur ein Provinzler. Müsste das nicht gehen? Ja, das geht. Das wird gehen. Nee, es geht nicht. Ah, 116 zu 126. Ernsthaft? Müssen wir leider noch ein bisschen warten. Das ist natürlich jetzt bitter. Ach Gott, das ist knapp. Verzweiflung plus 10, Ermüdung plus 1. Ja, hilft nichts. Mit der Zeit würde das funktionieren. Gut, dann ziehe ich jetzt doch mit 10.000 Mann hier rein. Ah, zu spät. Geht nicht. Wir müssen erst das hier abwarten. So, warte mal, jetzt mal in Ruhe. Die ziehen jetzt schon wieder weg. Okay, pass auf, dann bleibt ihr da stehen. Und ihr beide zieht jetzt da rein. Ja, kann man, glaube ich, machen. So, einflussreiche Familie. Postumus von der Claudius-Familie hat sich dazu entschlossen, uns die Unterstützung des weitläufigen Kontaktnetzwerks seiner Familie anzubieten, um so unser Verwaltungssystem zu reorganisieren. Forscher. Es ist merkwürdig, dass er uns jetzt diese Unterstützung anbietet und einige fragen sich bereits, ob hinter dem Angebot nicht noch etwas anderes steckt. Das Einzige, worum er uns im Gegenzug gebeten hat, ist, dass wir unsere extreme Dankbarkeit und Loyalität zur Claudius-Familie bekunden. Ja, wir sind ja selber Claudius. Ja, machen wir, natürlich. Wir können für die nächsten 5 Jahre nichts gegen die Claudius-Familie unternehmen. Das ist aber, glaube ich, kein Problem. Wie gesagt, weil er selber ein Claudius ist. Außerdem die gleiche Fraktion. Das machen wir. So. Okay, kommt zur Schlacht. Wir haben den Nachteil, aber wir kriegen Verstärkung. Das sollte eigentlich klappen. Ja, das sieht gut aus. Hier läuft die Belagerung. Was haben wir oben? Die Barbaren sind jetzt in unserem Gebiet. Ernsthaft? Können die nicht noch weiter ein bisschen beim Gegner sein? Gut, das Gebiet ist für uns ehrlich gesagt nicht essentiell. Das ist ja gerade erst erobert. Da können ruhig die Barbaren ein bisschen plündern. So, der Sieg ist unser. Sie kommen jetzt hier runter, ziehen die... Die ziehen dorthin. Ja, ich würde sagen, wir sollten ein bisschen warten, bis unsere Moral oben ist. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen hier. Ja, sie plündern das. Okay, die marschieren da rein, beziehungsweise teilen sich auf. Können wir jetzt die... Ja, wir können jetzt hier Ruf zu den Waffen machen. Gut. Und hier auch. Bin mal spannend, wie viele Truppen die uns hier noch bringen. Vielleicht auch gar keine. So. Die Etrusker bewegen sich schon mal. Das ist gut. Naja, wir werden sehen. So, hier stehen wir eigentlich nur so halb gut, ne? Ah, gut, wir belagern immerhin. Wir belagern 2 Städte. Das ist doch schon mal vernünftig. Ich will hier noch nicht wegziehen, weil die gegnerischen Armeen sind zu stark, um hier wegzuziehen. Wir sollten hier stehen bleiben. Mit allem, was wir haben. Minus 7, minus 14. Der Gegner kann sich nicht entscheiden, wo er hinzieht. Das ist auch gut. Die Barbaren ziehen weiter in unser Gebiet rein. Das ist nervig. Hier kommen die ersten Verbündeten. 5.000, 6.000. Das lohnt sich dann schon mal richtig. Was machen die Etrusker? Wo bewegen die sich hin? Die haben irgendwas irgendwo hingebracht, oder? Ne, es sind erstmal nur die Schiffe. Minus 7 jetzt hier auch. 14. Jetzt entscheiden sie sich zur Schlacht. Gegen 9.000 Mann. Sie haben den besseren Anführer. Hier kommen nochmal 1.000. Ja, wir könnten da natürlich Hilfe schicken. Hier könnten wir ein bisschen was abspalten. Sollte man vielleicht machen, ja. Okay, teilen wir das. Können wir das aufteilen? Wartet mal. Neue Einheit erstellen. Ja, können wir. Ich denke, wir werden mal die Kavallerie noch mitschicken. Und nochmal 1.000 Mann hier. Die in dieser Schlacht dann helfen werden. Das dauert aber, ehe die da sind. Die müssen leider einen Umweg gehen, ne? Mal gucken. So, die Schlacht läuft. Okay. Disziplin gleich. Besser, Moral gleich. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Die 1.000 Mann werden ihnen dort nicht helfen.
Wir haben den nächsten Fortschritt, das ist okay. Insofern können wir die 2000 auch schon wieder zurückschicken. Die werden dort nicht benötigt. Wir machen aber hier weiter mit der Buchführung, was unseren Handelswert nochmal um 5% erhöht. Ja, die Schlacht ist gewonnen. Okay. Dann, wir können jetzt eh nicht weiter marschieren, weil die Festung uns den Weg blockiert. Hier werden wir wieder eine Armee draus machen und langsam aber sicher kommen die Verbündeten. Die Barbaren gehen nordwärts weg, das ist auch gut. Sind die schon bereit hier? Ja, haha. Sie sind bereit jetzt. Okay, dadurch verliert der Gegner relevant an Truppen. Wir haben gesehen, die hatten ein großes Söldnerarmee finanziert. Das können wir uns jetzt schon mal holen. Gut. So. Tja. Wir brauchen alles eigentlich. Allobrogien. Das ist die Frage. Das muss ich nochmal kurz prüfen. Ja, das brauchen wir auch. Das müssen wir gleich mit erobern. Für die weiteren Quests. Barbaren sind unterwegs. 42, 42. Die beiden Burgen fallen gleich. Ja, da oben sind sie. Gerade das Gebiet frisch erobert. Wird geplündert. Und Massalia ist in unserer Hand. Gut. Das heißt, wir ziehen jetzt hier weiter wohin? Der Gegner hat ja nur noch das als Festung. Und dann müssen wir diese Barbaren-Sachen zurückerobern. Das ist... Ah, okay, wir kommen nicht weiter, weil das noch nicht gefallen ist. Na, pass auf, dann zieht erstmal dort in die Hauptstadt. Den Rest machen die anderen dann. Das sieht gar nicht so schlecht aus. So gar nicht so schlimm, wie ich es befürchtet habe. Da sind nur 1000, die können wir problemlos schlagen. Anschluss haben wir erlaubt. 64% hier schon. Wie lange soll das noch dauern? Die Belagerung geht nicht zu Ende. Wahnsinn. Was ist das für eine Schlacht? Ach, das ist die dort. Gegen die 1000 Mann. Hervorragend. Außerdem eine Entscheidung. Ja, aber das Gold brauchen wir für andere Zwecke. Beziehungsweise wir können Rom nebenbei nochmal einen kleinen Ausbau starten. Und dort auch wieder noch eine kostenfreie Investition reinhauen. Ich würde sagen, diesmal machen wir... erhöhen wir die Bevölkerungskapazität. Das wird irgendwann immer mehr eine Rolle spielen. Deswegen verbessere ich das hier. Und ich will ja von jedem Gebäude was haben. Außer sowas wie Kornspeicher. Der große Tempel geht nicht. Das geht auch alles nicht. Gut, dann werden wir hier eine weitere Bibliothek würde ich bauen. Unsere Forschung noch ein bisschen stärken. Das gefällt mir ganz gut. Investieren wir das mal. Mitten im Krieg. Die Römer dürfen doch nichts davon merken. Da muss es normal weitergehen. So, die 1000 haben wir besiegt. Die Provinzhauptstadt werden wir jetzt hoffentlich gleich erobern. Hier, ach Gott, ja, wir haben sie. Sehr gut. Okay, damit marschieren wir jetzt weiter hierhin, um diese Burg zu belagern. Und jetzt ist endlich diese Belagerung gefallen. Sehr gut. Bitte hier weiter marschieren. Die Burg muss das nächste Ziel sein. Und dann kriegen wir ja schon das große... Das läuft wirklich besser als gedacht. So, da kommt es allerdings zu einer Schlacht. Ich glaube, ich möchte lieber diese Schlacht hier schlagen. Ja, da kommen nämlich ziemlich viele Gegner reingelaufen. Machen wir das mal lieber. So, aber jetzt sind ja auch unsere Bündnispartner da. Das ist ein sehr gutes Gefühl. Sehr schön, die richtige Taktik auch mal zufällig gewählt. Und da ist der Sieg unser. Also da müsste eigentlich jetzt die nächste Belagerung hin. Ist die Frage. Da hat der Gegner halt 5300 Mann. Das ist schon ein bisschen unangenehmer. Wir könnten aber einen Teil, eine Legion, hier scheint ja nicht zu kommen, in den Norden schicken, von hier aus. Welche denn? Die kleinere, würde ich sagen. Die bringen wir mal... Ach gut, ja, wir müssen halt einen riesen Umweg machen. Ja, ist dann halt so, ne? Die macht das dort alleine. So, da kommt es schon zur Schlacht. Aber nur gegen 610 Mann, die können wir...
problemlos besiegen. Was haben wir hier jetzt für eine Missionsaufgabe? Immer noch die Verbündeten. Aber welches Land ist das denn jetzt? Um was geht es jetzt? Also wir müssen Land besitzen. Ja, wahrscheinlich... Ah ja, das sind diese alten Verbündeten, die wir schon hatten. Vermutlich ist das gemeint, ja. Aber mit denen will ich das nicht machen, weil sich das da kaum lohnt. So, die Belagerung ist gestartet. Jetzt ist die Frage. Können unsere ganzen Bundesgenossen, sind die in der Lage, diese ganzen feindlichen Armeen hier irgendwie abzuhalten? Und uns den Rücken frei halten? Das ist die große Frage. Ich hoffe ja, dass sie das können. Da kommt es erstmal zur Schlacht, die unsere Leute verlieren. Aber das ist nicht ganz so schlimm. Es geht ja darum, dass wir dadurch auch Zeit gewinnen. So, wie kann ich die Armee schützen? Kann ich auch von hier nach da ziehen? Ja, das heißt, wir können sie dorthin bringen und im Zweifel dann dort mit dazu ziehen. Ja, Verbündeten gehen mit rein. Hier hätte ich vielleicht helfen können, aber es wäre, glaube ich, zu spät geworden. Und hier wird es jetzt ernst mit den 4.500. Ja, hier unten sieht noch alles gut aus. Solange sie sich dort bekämpfen, ist das in Ordnung. Wir wollen jetzt erstmal die Burgen nehmen. Das ist gut. Sehr gut. Die machen das hervorragend. Auch wenn sie verlieren, machen sie es hervorragend. So, wir haben das. Wir sind hier bei minus 7, dabei 14. Perfekt. 35. So läuft's. Diesmal gewinnen wir eine Schlacht. Ja. Sehr gut. Damit ist der Gegner geschlagen. Da kommen weitere 6.500 aus dem Norden. Damit würden wir hier umgehen können. Und wir haben die nächste Festung. Gut. So, das heißt, wir brauchen jetzt eigentlich das hier. Und das hier unten. Ich würde sagen, wir ziehen unsere Truppen jetzt so schnell es geht hier über den Fluss. Um dann in Richtung Norden zu ziehen. Um dann, ja, möglichst schnell hier Helvien vielleicht sogar schon rauszunehmen. Wichtig ist, dass das jetzt mal fällt. Ja, das fällt auch. Sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, versuchen wir diese Armee hier zu verfolgen. Wird schwer, ne? Ich glaube, wir kürzen hier lieber ab. Wir müssen jetzt natürlich... Das ist die letzte Festung, die wir brauchen. Hier unten im Süden eigentlich. Ne, es ist überhaupt die letzte Festung von Helvien. Dann wäre es in unserer Hand. Wenn wir das da oben haben. Die 6.500 sind allerdings ein Problem. Die 6.500 sind ein Problem. Die müssten wir eigentlich jetzt schlagen und besiegen. Aber die ziehen natürlich da ins Bergland. Das ist unangenehm. Hm. Das brauchen wir aber. Was passiert, wenn ich da jetzt hinziehe? Kommt zu keiner Schlacht. Infrastruktur ist verbessert. Wir gehen mal in die Richtung. Besetzen wir das erstmal. Das scheint mir wichtiger zu sein. Okay, da könnte es jetzt zur Schlacht kommen. In ungünstigem Terrain für uns, glaube ich. Naja, wir gehen mal da rein, wenn es zur Schlacht kommt. Hier sehe ich jetzt, hier ist noch eine gefährliche Armee. Aber ich werde trotzdem hier unten die Belagerung relativ isoliert weiterlaufen lassen. Gucken wir erstmal, wo die Schlacht jetzt genau stattfinden wird. Da wird sie stattfinden. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mit rein. Vielleicht können wir das hinkriegen. Ziele der Boni realisiert. Sehr schön. Was auch immer ihr Ziel war. Zustimmung ist da. Kommen wir noch rechtzeitig? Ja, komm. Können wir das Blatt wenden? Das sieht gut aus. Wie sieht es hier unten aus? Da sammeln sich jetzt 9.000 Mann. Das könnte da unten für unsere Belagerung schwierig werden. So, die Schlacht ist aber gewonnen. Wir müssen jetzt so mit so viel Truppen wie es geht sofort in den Süden. Das werden wohl unsere Leute da bekommen. So, was haben wir hier? Hervorragende Bedingungen in Vignolae. Ob nun durch einen glücklichen Zufall, den Segen von Fortun oder einfach nur eine fleißige Verwaltung, die Produktion des vergangenen Jahres in der Siedlung Vignolae hat die Erwartungen örtlicher Autoritäten deutlich übertroffen. Das kennen wir schon.
Ist aber anders. Nee, doch nicht. Wir könnten dies für einen kurzfristigen Gewinn nutzen, doch manche vertreten die Meinung, dies sei die perfekte Gelegenheit dafür, die Sklavenbewegung in Mignolet zu studieren, die ungewöhnlich zufrieden und produktiv ist, und anschließend zu versuchen, das Gelernte in der gesamten Provinz Nordsardinien anzuwenden. Wir können Geld holen, aber das brauchen wir im Moment nicht. Mit Einfluss die Sklavenproduktion für 10 Jahre erhöhen oder so eine Art Mischung zu machen. Warte mal. Achso, das ist in dem Ort selbst. Ja, ziehen wir die Lehren daraus. Ich finde das eine schöne Idee. Gut. Da oben wird jetzt erobert. Das ist gut. Das heißt, wir brauchen wirklich nur noch diese Burg. Und die Frage ist, werden die jetzt hier hinmarschieren oder kommen wir rechtzeitig mit unseren 2 Legionen dort unten an, um diese Legion zu beschützen? Es sieht im Moment gut aus. Ja, wir sind schon in der Nähe, dass wir in eine mögliche Schlacht eingreifen könnten. Und diese Schlacht scheint auch direkt stattzufinden. Tatsächlich. Der Gegner will darauf gehen. Dann werden wir auch mitziehen, natürlich. Mit. Jetzt müssen wir mal gucken. Mit 5000 Mann gehen wir mit rein, würde ich sagen. Vielleicht kann er auf diese Art und Weise. Ja, wir können auf diese Art und Weise die Schlacht verhindern. Noch besser. Bleiben wir dort stehen. Ah, jetzt gehen sie wieder rein. Vielleicht lassen wir sie einfach reingehen und ziehen später nach. Wo gehen unsere Verbündeten hin? Das ist jetzt die große Frage. Was machen die da? Die wollen wahrscheinlich hier oben schon belagern, was natürlich eine gute Sache ist. Okay, wir lassen sie jetzt da rein. Jetzt können sie, gibt es kein Zurück mehr. Dann gehen wir volle Socke mit rein. Das wird eine große und wichtige Schlacht. Von der anderen Seite kommen auch noch Verbündete. Leider haben wir die falsche Schlachttaktik gewählt. Das ist ärgerlich. Wir könnten sie hier natürlich noch ändern. Ja, das ist so ein Trick, ne? Ich kann ihn ja jetzt mal anwenden. Wurde mir schon oft... Ich weiß nicht, es kommt mir immer so viel Cheaten vor. Also, was kontert Scharmützel? Können wir mal schauen. Scharmützel wird gekontert durch... Täuschung. Können wir eigentlich überhaupt nicht. Mal gucken, ob das funktioniert. So. Nee, Eineng ist nach wie vor aktiv. Nee, ist nicht. Hier hat sich jetzt verändert. Okay, komischerweise ein anderer Anführer hat, glaube ich, die Schlacht übernommen. Aber egal, es wird gut ausgehen, so wie es aussieht. 1000 Mann laufen da noch rein. Das ist in Ordnung. Wir sind siegreich. Okay, 2600 unserer Leute sind gestorben. Wir werden die Legio 1 mal da lassen. Die Legio 2, ich glaube, hier können wir noch nicht hinziehen. Ne? Nee. Die bringen wir dahin, die Legio 3 dahin. Und dann warten wir auf den Fall dieser Festung, weil dann wäre Helvien in unserer Hand. 28%. Da oben wird auch schon belagert. Das ist perfekt. So, 42. So, bitte los. Lass es geschehen. 49. Warum geht das hier nicht um unsere Hand? Vermutlich fehlt da noch die Festung oder eine andere behindert das. Okay, wir haben es. Gut, damit müsste Frieden ersuchen. Irgendwas fehlt noch. Normalerweise, wenn sie komplett besetzt sind, kann man Frieden ersuchen. Ja, das fehlt noch. Wir lassen aber keine Zeit verstreichen, gehen hier hart voran, weiter gen Süden. Und jetzt, müsste es möglich sein. Jawohl, Frieden ersuchen. Und wir wollen alles. Okay, es kostet uns 23 aggressive Expansionen, aber das ist halt so. So, damit wäre das in unserer Hand. Die Armeen sind frei, da oben brauchen wir sie nicht. Das machen unsere Bündnispartner, glaube ich. Wir sollten uns komplett konzentrieren darauf, jetzt in den Süden vorzustoßen und das abzusichern. Allerdings kommen wir nicht in den Süden. Nein, geht nicht. Dann ziehen wir einfach nur nach und dann bringe ich doch die Armeen in den Norden, um da abzusichern, dass da nichts schief geht. Zum Beispiel, dass wir das da oben besetzen.
Das ist ganz schön weit weg, ne? Bin mir bloß nicht sicher, ob die Verbündeten das hinbekommen. Deswegen machen wir es mal. So, die nächste Belagerung läuft. Ich muss aber eine Sache mal gucken. Es gibt einen Anführer, der einen Belagerungsperk hat. Das ist nicht er, glaube ich. Ist er das? Ambitioniert, gebrechlich, korrupt, Infektion. Nee. Ich war mir relativ sicher, dass wir davon einen hatten. Religiös. Willensschwach. Originell, genau. Originell. Also Matthias Cornelius Scipio. Der ist originell und damit geht Belagerung leichter. Und den haben wir genau am falschen Ende. Na toll. Naja. Dann ist es so. Müssen wir uns das nächste Mal merken. So. Wir kommen jetzt hier nicht durch. Die Befestigung blockiert alles. Aber ich glaube, der Gegner hat keine großartigen Truppen mehr zur Verfügung. Insofern ist das jetzt nicht so kritisch. Stammesvorschlag. Lucanien. Naja, dasselbe. Verbesserung dort. Das ist doch schon mal schön. Wobei die lokale Zufriedenheit runtergeht. Naja, wir schenken ihnen Aufmerksamkeit. Wir wollen gute Freunde sein, ja. Okay. Jemand ist ermordet worden. Postumus Claudius, Forscher. Brutal ermordet. Die zuständigen Ermittler haben berichtet, dass das Verbrechen mit einem Streitkolben durchgeführt wurde. Wir wissen, dass Tiberius Fabius, Militärpräfekt, welcher Fraktion angehörig? Oh, Popularen. Diese Waffe gerne mit sich trägt, haben jedoch keine Beweise dafür, ihn mit dem Verbrechen in Verbindung zu setzen. Haben wir eine Beziehung zu ihm? Er ist Rivale vom Statthalter von Cisalpin Gallien. Ich würde mal sagen, wir behaupten, er wäre schuldig, ne? Ich denke ja. Gegnerische Fraktion. Gut. Okay, es sieht ganz so aus. Da oben die Belagerung, die ist auch erfolgreich gewesen. Und, ah, da sind noch 9000 Mann, ernsthaft. Aber das ist egal. Gut, dass wir unsere Legion hingeführt haben. Wir wären zusammen deutlich mehr. Was? Massalia wird belagert? Von wem denn? 6000 Mann sind dort nochmal gelandet? Oh mein Gott. Aber minus 49%, das ist kein Problem. Das dauert noch, ehe die das haben. Wir sollten die da oben jetzt erstmal aus dem Krieg drängen. Die nächste Belagerung. Wo denn noch? Ich konnte da gar nicht hinspringen. Ach, da oben. Das ist unser Gebiet. Das ist aber nicht so dramatisch. Wenn wir es trotzdem hinkriegen, das da oben zu besetzen, sind die raus, ne? Weil das sind von Allobrogien die Söldner. Das heißt, die würden ja den Krieg verlassen. Und wir sind kurz davor. Genau, jetzt besetzen wir das. Wir bleiben nochmal oben stehen, nicht, dass sie noch zurückkommen. Sollte also kein Problem sein. So, wir haben ja eigentlich alles hier. Frieden ersuchen. Alles erobern. Die nächsten 9 aggressive Expansionen. So, damit sind die Söldner raus. Und wir ziehen hier in den Süden, um gegebenenfalls diese Armee noch zu besiegen. Warten, dass diese Belagerung dort zu Ende geht. Und dann haben wir da unten noch eine Festung vor uns. Und es beginnen Ständekämpfe. Trotz der Rechte, die den Plebejern seit der letzten Sezession im Jahr 411 gewährt wurden, hat die Spannung zwischen den Patriziern und Plebejern von Rom in letzter Zeit zugenommen, unter anderem beeinflusst durch die Arbeit von Gnaeus Flavius. Keines seiner Zugeständnisse hat die Entschlossenheit der Plebejer politisch und recht, keines unserer Zugeständnisse, hat die Entschlossenheit der Plebejer, politische und rechtliche Gleichheit zu gewährleisten, gedämpft. Es entwickelte sich jedoch eine neue politische Klasse, die sowohl aus Patriziern als auch aus Plebejern bestand und Familien der Republik mit mittlerem Einkommen einbezog. Wir müssen entscheiden, ob wir die Ausweitung dieser neuen Nobilität als Mittelweg fördern oder den Reformforderungen der Populisten nachgeben wollen. Nein, also nachgeben werden wir mit Sicherheit nicht. Dazu sind wir zu sehr Optimaten. Das ist dann der beste Weg. Zustimmung von Boni, patrizisch-plebejische Aristokratie ist der Weg.
Okay. Wir haben das genommen. Das heißt, wir ziehen jetzt direkt hier runter. Und ziehen dort noch mit, ne? Genau, wir haben hier noch was stehen. Da unten kommt es zur Schlacht. Wo sind unsere Legionen? Die Legio 1 zieht runter. Da haben wir noch die 7000 Mann. Da sollten wir uns ein bisschen aufpassen, wobei wir natürlich hier mit zwei Legionen agieren. Ne, wir können das machen. Die andere kommt als Verstärkung. Die Schlacht muss jetzt wahrscheinlich geführt werden. Ja, Gott sei Dank nur gegen 2000 Mann. Perfektes Timing. Und wir haben sie sogar vernichtet, diese 2000 Mann. Ja. Tendenziell würde ich wirklich in Richtung der Festung jetzt weiterziehen. Ist das einfach eigentlich eine andere Fraktion? Emporion, ja, natürlich. Wir ziehen da weiter und schützen das Ganze, indem wir uns dort vorweg platzieren. So, und was ich nochmal gucken müsste, brauchen wir eigentlich dieses Land für diese Mission? Die Südküste. Das ist jetzt schwer für mich zu sehen. Ja, wir brauchen den Teil, das heißt, auch das muss erobert werden. Gibt es keine Diskussion. Okay, dann auf zum letzten Akt dieses Krieges. Mich wundert, eigentlich müssten wir diese Alpenfestungsgeschichte doch schon abgeschlossen haben. Warum wird uns das nicht angezeigt? Nee, das... Ja doch, eigentlich schon, ne? Was fehlt denn da noch? Das ist doch in unserer Hand oder in unserem, von unserem Untertanen? Vielleicht, weil Krieg ist? Eigentlich haben wir doch alles. Die sind doch uns Untertan-Tributstaat. Das müsste eigentlich gelten. Bin ich mir nicht ganz sicher. Die Sache muss noch herausgefunden werden. So, jetzt läuft da unten die Belagerung. Da haben wir noch eine gegnerische Armee. Die flieht aber. Das ist kein Problem. Insofern können wir die Sache jetzt ein bisschen länger vorantreiben. Die wollen das zurückerobern. Aber jetzt müssten eigentlich unsere Leute mal langsam kommen, bitte anschließen erlauben. Aber unsere eigene Legion kommt jetzt auch. Die kann sich darum kümmern. Die versuchen, die fliehen zu uns rein. Das ist gut. Beziehungsweise hier könnte es jetzt zu einer großen Schlacht kommen. Die wir aber unterstützen werden, indem wir die erstmal da abhalten. Einzuziehen. So. Oh, 5 gegen 4. Aber die haben eine schlechte Moral. Und sie haben ein super schlechtes Gelände. Okay. So, Frieden steht unmittelbar bevor. Und es gibt verachtete Familien. Und die Legio 3 hat keinen Anführer. Das allerdings ist dramatisch. Können wir im Moment in der Schlacht allerdings nicht ändern. So, das haben wir gewonnen. Hier wird es ein bisschen knapper, aber hier können wir noch wieder rein uns bewegen. Hoffe ich zumindest. Warum? Doch, jetzt geht's. Beziehungsweise, jetzt können wir... Ah, wir haben hier keinen Kommandanten. Den müssen wir hier nochmal auswählen. Ganz wichtig. So, das passt sehr gut. Verachtete Familie. Ein Achter hatten wir... Können wir sehr gut gebrauchen. Der wird dann hier eingesetzt. Und geht noch in diese Schlacht mit rein. Aber kommt... kommt gerade rechtzeitig. Habt ihr das gesehen? Wahnsinn. Jetzt kommen noch die Verbündeten mit 19.000 Mann. Okay, jetzt ist es eindeutig. Gut, das heißt, jetzt muss nur noch die Belagerung gewonnen werden. Der nächste Tributstaat ist leider von uns gegangen, aber das passiert ja regelmäßig, das wissen wir. Das haben wir schon. Die Belagerung muss durchgesetzt werden und dann ist auch dieses Reich Geschichte. 42%. Können wir, glaube ich, jetzt sogar ein bisschen schneller machen. Jawohl. Sehr gut. Da warten wir noch ab, bis das alles in unserer Hand ist. Wir haben... Oh mein Gott. Wir haben schon jetzt einen neuen Konsul, Leute. Okay, das werden wir aber jetzt noch nicht mehr machen. Das passt wunderbar jetzt zum Ende dieser Folge und dieser Staffel.
Frieden ersuchen würde ich gerne, aber irgendein Gebiet scheint noch zu fehlen, oder? Ja, da unten, wo die 7100 steht. Aber das können wir jetzt, glaube ich, mit dem Gesamtfrieden erledigen, oder? Nein, das muss noch erobert werden. Wieso das denn? Das ist doch in unserer Hand. Nee, das muss nicht erobert werden. Wir müssen es nur fordern, alles. So. Und dann geht das auch. Nochmal 15 aggressive. Aber das Ziel ist erreicht. In einem dann doch relativ einfachen Krieg, hatte ich mir nicht so vorgestellt, haben wir Großgebiete von Südgallien erobert und müssen jetzt mal recherchieren, woran es liegt, dass wir bei den Missionen noch nicht weiterkommen. Aber liebe Leute, das machen wir dann in der nächsten Staffel. Dann müssen wir das alles mal hier ordentlich sortieren, verwalten, in unser Reich eingliedern und gucken, wie wir am besten weitergehen. Denn, jetzt wird es nachher dann auch nochmal richtig interessant, Arvernien und Treverien warten auf uns. So große Stammesmächte, mit denen haben wir noch nie zu tun gehabt. 800 Pops, das können große Armeen werden. Gut, wir sehen uns in der nächsten Staffel. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.